Hi Leute, herzlich willkommen hier beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch wieder eine fantastische Kombination aus dem Computerfinale Stockfish gegen Lila zeigen. Einfach nur zum Bestaunen und Genießen. Viel Spaß damit. Und heute präsentiere ich euch das Ende der 60. Partie. Und bis dahin hat Stockfish eine ziemlich beeindruckende zweite Turnierhälfte gespielt. Nach den ersten 50 Partien hat er mit einem Punkt geführt. Und von den nächsten 5 Weißpartien hat Stockfish immerhin 4 gewonnen. Und führt jetzt mit 3 Punkten. Und einer dieser Weißsiege, den möchte ich euch hier zeigen. Und das ist eben die 60. Partie. Übrigens nochmal so Fakt am Rande, die einzigen Siege, die es bisher gab, waren eben mit Weiß. Zeigt eben auch, wie nah an der Perfektion dieses Spiel schon ist von den Computern. Diesen Anzugsvorteil, den kann Schwarz vielleicht noch zum Remis kompensieren, aber zu mehr auch nicht. Und wenn ihr wollt, haltet ihr mal gleich diese Stellung an. Ich erzähle noch kurz was dazu. Und zwar befinden wir uns hier, ob ihr es glaubt oder nicht, im 150. Zug. Weiß ist dran und macht jetzt den 150. Zug. Das ist auch der Grund, warum ich diese Partie hier nicht ganz präsentiere. Denn zwischendrin sind immer mal wieder knapp unter 50 Züge passiert, ohne großen Fortschritt. Dann gab es einen Bauernzug, damit eben nicht die 50 Züge Remis-Regel greift. Wenn man 50 Züge lang keine Figur geschlagen hat oder kein Bauer gezogen wurde, dann ist die Partie Remis. Und es schien lange Zeit so, als ob es da irgendwie keinen Fortschritt gibt. Aber Stockfish hat immer einen Vorteil für sich angezeigt, hat diese Stellung hier erreicht. Das ist jetzt mit Weiß am Zug. Und hier spielt er ja eine klasse Kombination, eine wirklich unglaubliche Kombination. Haltet mal das Video an und versucht, die Kombination zu finden. Ich selbst wäre nie drauf gekommen, verrate ich euch. Ich verrate es euch. Es gibt jetzt hier vielleicht einen Zug, über den man nachdenkt. Und das ist Turm G6. Und das ist aber nicht die Lösung. Und ich zeige euch erstmal, wieso Turm G6 nicht die Lösung ist. Turm G6 sagt, Stockfish ist auch gut. Gewinnt im Prinzip auch. Aber die Stellung, die da entstehen, ich finde sie sehr kompliziert. Und zwar nimmt jetzt Schwarz hier wieder. Wichtig ist, die Dame ist angegriffen. Einfach H7, da kann man jetzt hier einfach die Dame nehmen. Und wenn sich Weiß jetzt eine neue Dame holt, kann man zum Beispiel den Turm zurückziehen. Weiß kann zwar hier schlagen, aber wenn jemand durchzählt, ist man materiell als Schwarzer hier ganz gut dabei. Stockfish zeigt immer noch einen kleinen Vorteil für Weiß an, aber das ist nicht so klar. Deswegen nach G schlägt da, ist der bessere Zug Dame G3. Geht auf diesen G6 los, droht Dame G6 matt. Und einziger Zug eigentlich für Schwarz ist jetzt hier G5, um dieses matt zu verhindern. Jetzt soll Schwarz hier, Weiß hier Dame H3 spielen. Mit der Idee H7, H8. Deswegen gibt es jetzt verschiedene Züge, zum Beispiel König G8, um nach H7 König H8 zu spielen. Und jetzt aber Dame H5 mit der Idee Dame G6 und dann H7. So dass man sich jetzt hier am Ende es schafft, hier umzuwandeln. Zum Beispiel sowas. Kommt jetzt hier einfach Dame G6. Jetzt kann der König nicht nach H8 wegen Dame G7 und auf König F8 kommt jetzt H7 nebst H8 Dame. Aber hier geht jetzt eben noch Dame E8 als Verteidigung. Und jetzt soll man hier raustauschen. Auf C6 nehmen. Ein Turm kann Schwarz retten. Jetzt tauscht man hier. Und wenn ihr aber mal guckt, hat jetzt Weiß nach dieser Stellung immer noch eine Figur weniger. Und Stockfish sagt aber eben, kein Problem. Ist trotzdem klar gewonnen. Er hat immerhin auch 2 Bauern dafür und das sind 2 verbundene Freibauern. Trotzdem, ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und hier macht Weiß auch lange gefühlt keine Fortschritte. Auch da zieht er lange rum. Und das ist alles andere als klar hier. Also, Turm G6 sieht in dieser Stellung logisch aus, aber es ist sehr kompliziert. Und Stockfish sagt, wie gesagt, es gewinnt, aber dann muss man eben sehen, dass diese Stellung mit dieser weniger Figur
gewonnen ist. Ich verrate euch den Gewinnzug und der ist absolut spektakulär. Einer, ja, für mich, wenn ich jetzt einfach nur einen Zug rauswählen soll, ist es für mich bisher der Zug des Turniers. Denn alle anderen Opfer, kann ich sagen, verstehe ich. Aber dieses Opfer, wow, ich hätte nie damit gerechnet. Wie gesagt, auch wenn mir jemand sagt, hier ist eine Kombination drin, das ist ein Zug, der einfach überhaupt nicht auf meinem Radar war. Und zwar spielt hier Stockfish Dame H5. Wow, schaut euch mal diesen Zug an. Stellt einfach die Dame auf dieses Feld, wo sie geschlagen werden kann. Ja, es droht. Jetzt droht Turm G6 wirklich. Und dann ist auf Dame G6 schon matt. Und die Idee dieser ganzen Kombination, die sehen wir gleich. Schwarz nimmt jetzt natürlich die Dame hier weg. Turm G7 Schach. Der König muss jetzt nach E8, wichtig. König F8, das ist einfach matt in zwei Zügen. König E8 und jetzt nimmt man hier auf H7. Und jetzt schaut euch das mal an. Wir hatten schon viele Stellungen gesehen von Stockfish, wo eine Qualität geopfert wurde. Wir haben Stellungen gesehen, wo er einen Turm weniger hatte. Und in dieser Stellung hat Stockfish eine ganze Dame weniger. Einfach eine ganze Dame für nichts. Wie funktioniert das? Ja, Weiß hat jetzt hier einen riesen Freibauern, sehr gefährlich. Ist mit seinen Türmen, mit seinem einen Turm schon sehr aktiv drin, der zweite wird auch kommen. Und Schwarz hat sehr viel schlechte Figuren. Dieser Turm auf A7, sehr, sehr schlecht. Kann kaum was machen. Dieser Springer, auch nicht gut. Die Dame, auch nicht gut. Er hat einen halbwegs aktiven Turm, aber der weiße König, der steht hier super solide auf E3. Das ist auf jeden Fall ein Grundstein dieser Kombination, dass Schwarz keine Chance hat, irgendwie Gegenspiel zu starten. Jetzt zum Beispiel wäre ein Moment, wo man Gegenspiel starten könnte, wenn man die Chance hätte, aber hat Schwarz hier nicht. Schwarz rennt hier weiter weg und jetzt kommt der zweite Turm rein. Und jetzt schon, ja, hier guter Rat teuer, denn es droht jetzt hier auf E7 zu schlagen und danach auf C6 eine große Familiengabel. Und zum Beispiel Springer E8, das verliert jetzt ganz einfach. Jetzt kann ich nämlich hier nehmen. Und wenn Schwarz hier zurücknimmt, nehme ich jetzt auf C6 und schaut euch mal diese Gabel an. Also wenn das mal keine Springergabel ist, dann weiß ich auch nicht. Hier wird fast alles aufgegabelt. Und der König geht vielleicht nach hier. Und jetzt kann ich einfach die Dame mitnehmen. Ich habe zwar immer noch eine Qualität weniger, aber ich habe natürlich hier diesen riesen Freibauern. Und den wird Schwarz nicht aufhalten können. Und deswegen spielt Lila hier Springer A8. Und das ist natürlich auch schon eigentlich ein trauriger Zug, diesen Springer hier in die Ecke zu stellen. Ein Eckspringer ist immer wirklich eine sehr traurige Figur. Die Idee dahinter ist jetzt aber folgende, dass wenn ich jetzt hier nehme, kann Schwarz wieder nehmen und auf Springer nach C6 hat jetzt Schwarz die Möglichkeit, König E8 zu spielen. Da stand gerade der Springer in der Variante. Und wenn Schwarz jetzt hier tauscht, nehme ich wieder. Und jetzt ist es für Schwarz gewonnen, weil ich halte diesen Bauern auf, entweder mit dem Turm oder, das muss man jetzt natürlich sehen, mit dem Turm. Ich schaffe es rechtzeitig, meine Figuren ranzuholen, habe mehr Turm und das gewinne ich jetzt. Also ist alles hier sehr knapp und die Kombination verläuft eben nicht so geradlinig, wie man meinen könnte oder wie ich erst dachte. Und deswegen hier ist jetzt die beste Möglichkeit für Weiß tatsächlich, Turm A8, Schach zu, Turm H8 Schach zu spielen. Und das ist interessanterweise noch Remis, denn nach Turm D7 schlage ich jetzt hier und habe eine Qualität weniger. Aber dieser Bauer, der droht schon durchzugehen. Zum Beispiel jetzt als Beispiel A5. Dann kann ich jetzt so einen Trick, einen Umwandlungstrick spielen. Solltet ihr euch mal merken, diesen Umwandlungstrick. Man spielt jetzt hier H7, droht H8 Dame und auf Nehmen gebe ich jetzt hier dieses Schach und hole danach den Turm ab. Schwarz hat da keine Möglichkeiten. Und deswegen, nach diesem Schach, ist es tatsächlich das Beste, hier hinzugehen. Und jetzt ist es für Weiß nicht so gut, hier zu nehmen, weil ich jetzt mit König G6 diesen Bauern abhole und dann selbst einen gefährlichen H-Freibauern habe. Weiß kann jetzt hier aber geschickterweise wieder hier in Schach geben. Und Schwarz hat nichts Besseres, als jetzt hier irgendwie zurückzugehen. Und Weiß kann jetzt hier Dauerschach geben. Also es sind sehr komplizierte Varianten. Ich zeige euch jetzt nochmal, machen wir nochmal von vorne, damit wir wieder mal bei der gemeinsamen Stellung sind. Dame H5, Turm G7, König E8, 7, der andere Turm geht nach G7, Springer A8 und Stockfish spielt jetzt Turm H8, König C7
und spielt jetzt Turm HG8. Also, Stockfish hat hier immer noch eine Dame weniger, aber jetzt sehen wir seine Idee. Die Türme stehen da wunderbar, um diesen Freibauern Geleitschuss zu geben, und der rennt jetzt da einfach durch. Turm A4, H7, Turm schlägt A5, H8 Dame. Jetzt hat zwar Weiß seine Dame sich geholt, aber Weiß hat ja auch eine Dame geopfert und hat noch seinen Springer verloren. Das heißt, im Moment hat er sogar eine Figur weniger. Und ja, das ist einfach auch dieses Faszinierende an der Kombination, denn wenn man bis hier gerechnet hat, hilft einem das nichts, wenn man das getan hätte. Wichtig ist einfach jetzt nämlich zu sehen, was jetzt passiert. Jetzt passiert das Entscheidende, nämlich ich bin hier auf der achten Reihe auf diesem Springer drauf, und dieser arme Eckspringer, der da eh schon so schlecht steht, der geht jetzt verloren. Es geht einfach dieser Eckspringer verloren, und Weiß wird dann, hat dann nichts mehr weniger und hat immer noch einen sehr gefährlichen Angriff. Deswegen sagte ich Lila, na gut, bevor da verloren geht, versuche ich wenigstens noch was mitzunehmen an Material. Und Stockfish ist hier natürlich auch einfach cool, ne? Der nimmt den Springer gar nicht, er spielt hier einfach Turm E8. Der Läufer ist natürlich viel wichtiger, weil ich hier noch gleich die Dame mit aufspieße. Jetzt kann allerdings Lila Springer C8 spielen, seinen Springer retten und den Läufer decken. Und wenn ihr wollt, haltet jetzt mal das Video an, und jetzt seid ihr dran, den Schlussakkord dieser Kombination zu finden. Denn jetzt ist es wirklich eine Umwandlung in ein technisch gewonnenes Endspiel. Haltet das Video an und versucht mal die Schlusskombi zu finden. Ich verrate sie euch. Und zwar kann man jetzt hier diesen Springer wegnehmen. Die Dame nimmt wieder. Und ich nehme auf E7. Ja, was soll Schwarz machen? Er geht hier nach B8, deckt seine Dame. Ich tausche die Damen raus und spiele Turm schlägt A7. Und wenn ihr jetzt mal durchzählt, in der Partie kam jetzt noch König D8. Und jetzt wurden hier auf A6 noch die Türme getauscht. Und jetzt habe ich eine Figur weniger. Und hier gab Lila auf. Wow. 164. Zug. Übrigens noch eine andere interessante Möglichkeit, die ich hier noch gesehen hatte. Und zwar hier nach König C7, Turm C8, H8 Dame. Ich habe ja erzählt, dass dieser Springer nicht gedeckt ist. Man könnte ja auf die Idee kommen, ihn mit König B7 zu decken. Deckt den Springer, bereitet vor, diesen Springer nach C7 zu bringen, und sieht ja erstmal safer aus auf den ersten Blick. Und jetzt seid ihr auch nochmal dran. Haltet das Video an, es ist Matt in 3. Matt in 3, das findet ihr. Letzte Aufgabe des Videos, ich verrat's euch. Und zwar, die Reihenfolge ist fast egal. Man kann auch hier mit dem anfangen und spielt dann Turm B8 Schach und damit C8 Matt. Und die Reihenfolge ist tatsächlich egal. Man kann auch erst Turm B8 spielen und dann Turm nach E7. Und das Interessante ist, die Dame ist gefesselt. Selbst wenn die Dame nicht nimmt, ist droht trotzdem Dame C8 Matt. Und ja, noch ein schönes Schmankerl. Springer B6, um das Feld C8 zu decken, ist nach C schlägt B6 Matt mit dem Bauern. Ja, also ich fand diesen Zug Dame H5, das ist für mich der Zug dieses Wettkampfs. Wow. Also alle anderen Taktiken, da kann ich, habe ich zumindest geahnt. Wenn jetzt jemand sagt, da ist eine Taktik drin, okay. Auch wenn ich sie nicht ganz verstehe, aber ich ahne irgendwelche Taktiken. Man sieht taktische Züge. Aber Dame H5 hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und auch diese tiefen Taktiken, wow. Dass man sich da am Ende auf A8 die Dame holt, um dann diesen Springer zu gewinnen und dann am Ende mit einer Mehrfigur überzubleiben. Wow. Ja, Stockfish führt jetzt mit 3 Punkten. Und es sieht einfach so aus, als ob er das Ding hier gewinnen wird, weil er, so mein Verständnis, ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie euer Verständnis ist, in diesen taktischen Stellungen doch ein bisschen stärker ist und ein bisschen tiefer schaut oder ein bisschen tieferes Verständnis hat von diesen Taktiken. Ihr seht ja, in den 10, 15 Züge später ist zumindest mein Verständnis. Und Lilas Siege, die waren bisher auch eben oft eher positioneller Natur. So viel dazu. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Duell bisher findet. Ich finde es absolut sensationell. Macht echt Spaß zu kommentieren und zuzuschauen.
Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal, klickt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann freue ich mich, euch beim nächsten Mal zu sehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.